Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mission 3 und 4 wird hier angezockt. Ich muss mal schauen, dass der Stuhl auch so weit sitzt. Passt. Also wie gesagt, ich habe da was rausgefunden. Kabam ist ein... Ich habe ja im ersten Video, als ihr das geschaut habt, herausgefunden, dass es an Kabam liegt, aber auch zum Teil am Sparmodus. Microsoft hat mir das gesagt, dass der Sparmodus so einiges bei einigen Programmen macht, also bei Spielen. Und Kabam kommt einfach damit nicht klar. Trotzdem sehen wir, dass halt die Daten halt verzögert übertragen werden. Und das wird sich auch nicht ändern, zumindest nicht bei Kabam. Ich kann hier das ein bisschen dunkel machen, ne? Hier wird man trotzdem das Fell sehen. Aber ich brauche ein bisschen Screen, damit ich da mehr wahrnehmen kann. Okay, let's do it. Lass uns einfach mal zocken. Und zwar ist es die... Offerte des Bösen und da geht es halt nur darum, Obligato erstmal zu zocken und da gibt es die Möglichkeit, wieder optimale Champions zu nehmen und da gehen wir erstmal drauf und sehen, da braucht man kosmische, also konsistente Kombos und Technologievorherrschaft. Es gibt nicht viele Technologie, die das nutzen. Von daher kann man da nehmen, also dann müssten wir halt auf Filter gehen, ne? Und ja, ich habe nicht so viele Technologie, weil ich bin noch nicht da, ich bin dabei gerade die abzudaten, ehrlich gesagt. Von daher ist das Problem, ich habe nicht so viel. Ich nehme aber den mit und ich nehme halt wie immer halt das mit, was ich am besten kann, ne? Eine Query. Und halt Endman, weil ich habe euch ja im ersten Video schon gesagt, die Ausweichfunktion von dem ist einfach Burner. Und das sollte man auch wirklich nachdenken, weil das ist wirklich Burn ohne Ende. Dann haben wir noch einen Technologie-Champion, aber ich nehme den nicht mit, ich nehme den Hulk mit für den Diablo. Der unsterbliche Erhalt, der kann wirklich alles niederfegen. So, muss ich mal kurz meine Heizung runterdrehen. Damit es in meinem Zimmer richtig kalt wird, so Minusgrade, damit Kabam, ne? Damit Kabam halt das Spiel funktioniert. Okay. So, dann hat mich ein Kumpel gefragt, ob ich das übersetzen könnte. Ich wurde mal angefragt von Kumpel, ob ich das übersetzen könnte und doch vielleicht da was machen. Weil es ja tatsächlich auf Englisch ist. Das war mir gar nicht bewusst, dass Kabam faul ist, das zu übersetzen. Ich könnte auch gerne das übersetzen. Also, wenn Kabam mir den Entwicklermodus freischalten würde, wäre ich bereit, das ganze Game für euch zu übersetzen. Aber ne, da bin ich... viel zu klein. Macht einfach meinen Kanal groß, verteilt ihn ab und dann wenn vielleicht 1000, vielleicht 10.000 Abonnenten sind, kann vielleicht hören die auch mich. Also, ich werde jetzt die Ende nicht nachmachen, so. Und irgendwie, der Dach, der redet irgendwo in der Serie, der so. Thanks for the development, Simona. With a big hat, Mod. It is cracked. I was able to turn off that. Pesky's has this cracked. Ungefähr redet er. In der Originalserie. Ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Ich müsste jetzt auch D-Block verwenden ein bisschen, weil er sagt ja danke für die Diversion, das kann man so lassen, Ausrede, mit dem großen Kopfmodus, das I was able to, so ein bisschen, das Strager was able to turn off that pesky self, das war. Ja, konnte ich die Selbstzerstörung, das Crack I was able to turn off, konnte ich die pesky Selbstzerstörung deaktivieren? Also ehrlich gesagt, ich müsste dann auch einige Wörter nachschauen, weil ich vergesse auch sehr vieles, was ich im Englischen gelernt habe, Vokabeln. Ne? Also wenn du das. Meine Cousine, die lebt ja in England und die sagt, wenn du das Englische nicht dauernd verwendest, dann vergisst du es einfach. Ja. Aber ja, ich werde mal schauen, vielleicht mache ich da zu dem Video eine besetzte Version.
Ja. Aber da werde ich nochmal richtig büffeln und vielleicht, aber nur vielleicht im nächsten Tortur. Ja, mal schauen. Und dann, wenn du im Deutschen wärst, dann so, würde die Ente ungefähr so klingen. Jetzt, da diese Sirenen aufgehört haben zu plärren, kann ich wirklich anfangen, tiefer zu graben. Also, jetzt hast du es verzögert. Es sieht so aus, als ob die Ressourcen von einer Drittpartei namens Brinkert umgeleitet wurden. Die schlechte Nachricht ist, dass alle Daten, die hier bereits gesendet wurden, bereits an die Personen gesendet worden sind, die für jedes andere Projekt verantwortlich sind. Die gute Nachricht ist, dass das Projekt eine aktive Grabungsstätte als Teil seiner laufenden Aktivitäten auflistet. Das heißt, wir haben einen neuen Ort, an dem wir nach Hinweisen graben können. Perron, Englisch, hat eine tiefe Stimme. Ich habe das in der Serie auch gesehen, Perron. Funny, funny. Hm, fun, fun. Ungefähr so. Witzig. Mein gefiederter Vogel freut. Hoffentlich, der weiß, dass sich nicht als tiefer Schüttern ist. Unterfangen. Ach, komm, ey. Nein, nur nein. Und Ageon, da gibt es eine Serie, da wo man Ageon-Stimme hat, die kann ich nicht nachmachen, weil die ist so, so mystisch so. Ja, man könnte aber so machen. Mit diesem Schiff können wir uns der Ausgrabungsstätte nähern, ohne Verdacht zu erregen. Howard, macht es dir was aus, zu fliegen? Überhaupt nicht. Sie sagt ganz so schön, gutes Lenkrad ist teuer. Aha, du hast heute echt einen Lauf, Howard. Also, nur so, ne? Ich müsste da echt trainieren, weil einige Stimmen, ich versuche immer nachzumachen, weil wenn ich mir die Comics lese, dann schaue ich mir die Serien an. Es gibt auch Howard End, es gibt auch Animationsserien, aber die sind halt nur auf Englisch und die kommen da gar nicht, überhaupt werden nicht drangenommen oder übersetzt, ne? Weil Spawn zum Beispiel, die Serie ist zu brutal gewesen, hat es einfach nicht übersetzt. Das meiste, was in Amerika läuft, wird nie übersetzt, weil die politischen Aspekte, die sind komplett gegen Deutschland. Und deswegen, also, es ist der Faktor, dass ich dir als knallharter Nerd sagen kann, der das richtig, richtig gelesen hat und Bekannte hat und wirklich mit Leuten in Amerika gesprochen hat, wie es wirklich so ist und mit dieser Filmindustrie alles. Es kommt da gar nicht. Da gibt es so viele Faktoren, es ist nur ein Faktor, es gibt tausende Faktoren, warum gewisse Sachen nicht nach Deutschland kommen. Ne? Also das ist Wahnsinn. Ne? Es gibt, aber die politischen Motivationen sind immer da. Okay, let's go. Lass uns mal zocken. So. Also. Los geht's. Wir verwenden natürlich unseren Warlock. Der Hulk, ne? Genau dieser Hulk, der wird gebufft. Ich weiß nicht, ob er schon gebufft wurde, aber der wird gebufft. Ja. Und wenn der gebufft wird, dann sage ich nur viel Spaß beim Sterben, weil dann ist er viel zu krass. Ja. Also dann ist er wirklich viel zu krass. Ich habe schon vieles erlebt, aber so einen krassen Hulk habe ich noch nie gesehen. Mit dem Wutmodus, mit dem Unaufhaltsamkeit-Modus. Also, der nutzt das hier nicht. Wir haben hier ein Problem. Kabam hat das schon wieder nicht auf die Reihe bekommen. Ja, und jetzt wieder leckt es. Ich glaube, die werden das Spiel niemals mehr auf die Reihe kriegen. Ich glaube, das war's auch. Oh, der nutzt das nicht. Ich habe jetzt umsonst mitgenommen den. Normalerweise gibt es diesen einen Modus. Aber anscheinend gibt es halt. Nicht jeder Champion nutzt den Modus aus. Das ist das Problem. Es gibt Champions, die nutzen es. Und dann gibt es halt Champions, die nutzen es nicht. Aber das ist nicht so schlimm.
Und nehmen wir halt die Routine. Ja, es ist halt wieder verzögert, ne? Hat aber wirklich auch was damit zu tun, weil es kein Mirocast ist. Es ist halt über Windows, über Link Windows, nennt sich das, Smartphone Link. Und es ist halt nicht so flüssig, wenn man, wenn mir jemand einen Monitor, also einen Fernseher spendieren würde und dem Fernseher sozusagen Smart TV mit dabei wäre, dann ist es alles anders. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Technologie, bald wird sich Bundesliga angeswert und Mutanten, Champions erhalten eine Basisangeswertung von minus 40. Ja, also wie gesagt, man kann auch die kosmischen nehmen, aber die 20% ist besser. Ja. Also die 40% meine ich, Angriffswertung ist auf jeden Fall besser. Ja, und ich habe mal den Sound ausgelassen, weil ich mir gedacht habe, ja, dann kann ich mich ein bisschen... Normalerweise brauche ich Soundfeedback, aber mittlerweile da habe ich mich dran gewöhnt. Und ist sogar besser ohne Sound, weil manchmal stört das. Ja, also manchmal. Und vielleicht mal ich spiele noch mal den Sound rein. Aber die ob das Kapitel schaffen, weil wie gesagt, das ist. Das Kapitel, es wird immer schwieriger. Am Anfang habe ich auch so gedacht, ja, na, aber das ist. Die Zeiten fürs einfache Zocken sind vorbei. Das können die Leute wirklich abknicken. Früher, da konnte man noch so richtig einfach zocken, aber jetzt. Jetzt ist wirklich die KI auf einem ganz anderen Level. Und der Tim von EA Games, der sagt mir, Andy, das hat was mit dem KI-Level zu tun. Hast du es gecheckt? Ja, ich habe es gecheckt. Die haben die KI sowas von verbessert und das Problem ist, die KI wird zwar verbessert, aber die Lags und Backs und Bugs und Quacks und Cracks und Cracks und Cheats von Gebam, also das Cheaten bedeutet im Endeffekt unfair behandeln den Spieler, Betrug am Spieler, also das ist ja auch, weil Schummeln bedeutet im Endeffekt jemanden benachteiligen. Und das macht Gebam im Endeffekt mit Lags und Bugs und Cracks und Mekschischikimiki. Ne? Und das ist das Problem, dass sie das machen. Und das wissen die ganz genau, ich habe mit dem Typen gesprochen, die haben es auch mal gecheckt und ich so, ja, nee, das wissen die. Weil über 3-4 Jahre kann es keine Bugs geben, das ist Quatsch. Dass die meisten da leihen und auch den Scheiß glauben, das sieht man ja bei der Corona-Politik und Putin-Politik, was da eigentlich da passiert. Ich meine, es ist mir scheißegal, auch wenn ich russisches Blut auch in mir trage, nicht nur polnisches, jüdisches, aber mir scheißegal, ob der das so rechtfertigen würde oder so. Für mich ist Putin ein Kriegsverbrecher und das ist einfach so. Ja. Und da gibt es auch kein Gerede, weil das ist einfach so. Du kannst sagen, ja, ich habe ihn nur getötet, weil er mir meine Limo weggenommen hat. Ja, und er hat dir eine Limo weggenommen. Da musst du niemanden umbringen. Ja? Sagen wir es so, wie es ist. Und ich war so großer Fan von Putin. Ich habe wirklich gedacht, ja, weil ich ganz großer Fan von Putin bin, normalerweise, damals. Weil er war so immer so ein Typ, der gesagt hat, was er denkt. Aber dann habe ich mir mit der Zeit mich erkundigt, wie der ist, und dann habe ich mir gesagt, das ist echt traurig. Ja, hat mal einmal den Betrieb gerettet und so. Aber, na, ganz ehrlich, nur weil du einen Betrieb mal rettest, macht es dich nicht gleich zum Wohltäter. Ja. Verflucht. Dieses Lecken ist zum Kotzen. Macht es dich nicht gleich zum Wohltäter. Und er hat ja auch nur unter einem gewissen Nutzen den Betrieb gerettet. Letztendlich wird er auch in das nicht in den Medien erwähnt. Ja. Die Oligarchen im Endeffekt wollten ja expandieren. Und Putin wollte das nicht, weil er die Kontrolle letztendlich verloren hätte. Aber ein Fehler, was die Oligarchen gemacht haben damals, dass sie die Leute alle entlassen wollten. Die wollten nämlich expandieren mit billigen Mitarbeitern, so wie in Deutschland das gemacht wird und anderen Ländern auch. Aber das macht man nicht. Wenn du expandieren willst, dann lässt du deine Stammmitarbeiter und tust zusätzlich halt investieren in die Expansion. Das machen viele Betriebe nicht. Weil die Luziferianer das hassen. Die hassen das halt wie die Pest,
den Jedis zu dienen. Ja. Die Luciferianer, die täuschen die meisten Menschen. Von wegen expandieren, alles klar. Wo ist das Problem? Der macht das, deswegen die McDonalds-Mitarbeiter. Das hat der Salim leider nicht erwähnt, Satun. Das macht er halt nicht. Und er tut auch meine Sachen, die ich erwähne, sperren mittlerweile, weil er weiß, dass da was dran ist, sonst würde er es nicht tun. Und das Problem ist, dass die Inder, die bei McDonalds arbeiten, die Deutschen nur ersetzt haben, nicht weil die Deutschen faul sind, bei McDonalds zu arbeiten, das ist Bullshit, sondern weil die Politik darin ging, dass man einfach den deutschen Mitarbeitern die Löhne gekürzt hat. Und das sieht die Realität aus. Und ich muss das wissen, ich habe mit diesem Scheiß alles zu tun gehabt und das auf eigenem Leibe erlebt. Ja. Und mich haben damals Leute angesprochen, haben sich halt einfach mir anvertraut. Und ich bin halt so ein Typ, ich rede halt mit Leuten, wenn die weinen, weil ich will wissen, warum weint der. Und wenn vor mir jemand halt weint, ein Mann, ein durchtrainierter, muskulöser, 2 Meter großer Mann, dann denke ich mir, Alter, der anderen haben Angst, ich gehe hin. Und dann hat der halt alles erzählt. Alles gezeigt auch, ne? Unterlagen und so, hat alles offenbart. Ich hätte es früher vielleicht auf YouTube veröffentlichen können, aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe da auch nicht so weit gedacht. Ja. Aber auf jeden Fall, dann waren es von 12, dann 9 Euro, dann waren es 5 Euro und da kannst du nicht überleben. Und die Inder, die haben halt eben da halt ihre Familien, die haben da ganz andere Verhältnisse. Ne? Die haben auch, es gibt ja auch bei den Indern komplett andere Strukturen. Und wenn die da 5 Euro verdienen, die kriegen noch Subventionen. Da ist noch viel mehr, was dahinter steckt. Aber Fakt ist, und das ist Fakt, die haben halt den gekündigt. Und er musste halt, das war ein letzter Posten, eine jahrelang gemacht. Und dann, dann war das wirklich so. Das ist schwierig vorzustellen für die meisten, wenn die das nicht so richtig mitbekommen haben. Und dann war das wirklich so. So ist das entstanden, diese wir brauchen Fachkräfte-Lüge. Ne? Wir brauchen Inder, wir brauchen Türken. Es war nie so, dass die nicht die Klos putzen wollten. Ich habe das alles damals noch mitbekommen, vor vielen Jahren. Ne? In den 90er Jahren. Es war nicht so. Und meine Tante, die hierher gekommen ist, die hat auch gesagt, das hat's. Also die war in, ich glaube, in den. Die war in den 80ern hier auch, ja. Ja, die ist früher sogar hergekommen. Das ist meine Großtante, genau. Das ist meine Großtante, die. Und ich hatte noch eine Tante aus Kosovo und. Meine Patin war das, genau, aus Kosovo und war für mich aber wie eine Tante und die hat mir das alles erzählt, wie das war, ne? Das hat gesagt, nee, die ist so gewesen. Sparen, ne? Und dann irgendwann hat man Reinigungskraft, Putzfrau nicht mehr den Lohn gezahlt, diese 15 Mark damals oder 20 Mark in Spurstunde, ja, gutes Geld verdient, weil die nannte man nicht einfach Putzer oder so, ne? Sondern Reinigungskraft. Die wurden richtig ausgebildet und ich habe da das natürlich mitgemacht, also ich war ein Kind und ich durfte, also die haben mich halt mitgenommen, die Reinigungskraftfrauen, das war voll cool. Ich kann mich noch gut erinnern, da haben die mir gezeigt alles, ne, was sie gemacht haben. Ich war so voller Ehre, also ich habe die so wie Göttin verehrt, die Reinigungskraft. Ich war der Einzige, wo ich gesagt, oh, da darf ich nicht laufen. Und ich war Kind und habe gesagt, da darf ich nicht laufen. Weil das ist eine so hochwertige Arbeit, ne? Und die haben sich alle so erschrocken. Oh, what the fuck? Was ist denn das für eine? Kommt aus einem anderen Planeten oder wie? Und dann habe ich halt dann gefragt, konnt ihr mir das zeigen, wie man das macht und so? Und dann hat mir die eine Frau das gezeigt. So musst du das machen. Diese Technik musst du anwenden. Und ich so, boah. Ich habe ein paar Stunden mitgemacht und ich war erledigt. Ich war erledigt und habe schon früher gesagt, Alter, was die Frauen alles leisten müssen. Fuck. Ha. Das war hart, ja, und ich dachte mir, fuck. Ne? Ja, das schätzt man leider erst, wenn es zu spät ist.
schätzen die Leute die Wahrheit. Ja. Und deswegen gab es dann die Gastarbeiter aus Türkei, ne, und auch aus Italien. Ne. Das ist alles politisch gewesen. Ne. Weil Deutschland ist kein Einwanderungsland. Deutschland war es nicht, jahrelang nicht. Aber es ist irgendwann geworden durch die Luciferianer-Politik, ne, die die Leute manipulieren. Aber shit. Aber gut, dass ich diese Ausweichfunktion habe. Ne, deswegen war das, ist halt so eine Sache. Man muss sich damit befassen und ich habe mich immer befasst, ich habe mich mit immer alles auseinandergesetzt. Mir war das immer wichtig. Ja. Ich konnte nicht, also ich habe das nie verstanden. Und viele haben irgendwann dann, konnte ich nicht mehr ausfragen, die Leute, dann waren die Leute kalt geworden. Ja. Ich wollte immer alles wissen, warum ist da so, warum ist die Matrix grün, warum ist das Universum blau, ne, immer alles zu wissen. Und wenn du immer alles wissen willst, wirst du dafür auch gehasst irgendwann. Sagen die, ja, warum willst du das wissen? Niemand will das wissen, alle lieben Satan, aber du willst es wissen. Ne? Das ist, ja. Und dann pflegst du irgendwann auch nicht mehr als Kind. Wenn du älter wirst, dann pflegst du auch nicht mehr, auch als Erwachsener. Aber das ist ein Fehler. Ja, hier haben wir ein Problem, die ist sehr, sehr mächtig, wohlgemerkt. Die kann nämlich, ja, die kann sich richtig aufladen, die ist sehr mächtig. Ja. Aber man kann sie erledigen, mit ein wenig Glück. Also, wenn ihr die habt, die Captain Savage, also die America Chavez, meine ich, die ist top, die könnt ihr ruhig raufleveln, vor allem wenn ihr eine hohe Signatur habt, die ist wirklich, wirklich stark. Also das ist so ein Champion, der oft unterschätzt wird. Und die Frauen werden generell unterschätzt. Es gibt ja Skirkle Girl, wie das auch mal ausgesprochen wird. Und die ist ein Top-Champion. Ja. Und ich habe schon alle meine Championinnen hochgelevelt. Alle hochgelevelt. Und ich dachte mir, hey, das kann doch nicht sein. Die habe ich verpasst. Und die ist top. Habe ich heute mit irgendjemandem geteilt, dass die top ist. Ne? Ich muss die auch aufwerten. Als, weil viele wissen es nicht, die Frauen im Marvel-Universum, die sind entstanden von Männern, die ihre Mütter abgöttisch geliebt haben. Und die haben gesagt, wir brauchen für die Frauen, und damals nicht der Feminismus, sondern es waren noch die Männer, wo es den ganzen Bullshit und die Lüge des Feminismus nicht gab, die Luciferianer erfunden haben, dazu kommen wir in einem anderen Video, aber auf jeden Fall, die haben ihre Mütter so sehr und ihre Frauen vor allem auch, die sie geheiratet haben, so sehr geliebt, dass sie zu Ehren dann Heldinnen eingebaut haben. Und deswegen sind die super, super stark. Gamora, übelst mäßig stark, unmöglich, dass ein Mann sie besiegen könnte. Gamora ist also im Vergleich, denn Männer sind wissenschaftlich von den Jedis, wissenschaftlich von den Luciferianern und den Vogue, sondern von richtigen, von der wahrhaftigen Wissenschaft, die könnt ihr halt im Judentum bei uns finden, bei uns Juden, ist das wirklich 30% Körpermasse stärker. Aber die, ne, also die Gamora, die Comics, die ist super mächtig. Oder Nebula, oder die America Chavez, ne? Die ist super stark, ne? Oder Scarlet Witch. Das sind super, super starke Frauen. Außer, dass sie noch super hübsch sind. Ne? Also, und das sind diese Ideale, die sich die Männer eigentlich damals nicht vorgestellt haben, sondern eher vorgestellt auch, ja, irgendwie könnte man sagen, aber mehr so als Dankaussagen geschaffen haben, die Figuren. Ne? Okay, jetzt haben wir hier weiter, jetzt geht's mal zum Boss. Wir machen ein bisschen Storytelling und ein bisschen Boss. Also, der schüttelte mich alles ab. Und hier ist Vergiftung, okay? Wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt mal opfern, damit ich euch das zeige. Ich werde jetzt drei Champions vermutlich sogar opfern, weil es lecken wird, aber ist scheißegal. Wir werden drei Champions da drauf gehen, damit ich es euch langsam erklären kann, weil Theorie ist immer scheiße, okay? Also, let's go. Okay? Also. Schauen wir mal. Also, ihr seht hier, der hat... Momentan macht er gar nichts, ne? Und er macht doch ganz normal seine... Und dann hat er seine Kraftzufuhr, seht ihr? Und wenn er diese Kraftzufuhr macht, die
startet halt, ne? Und wenn er das macht, macht das wieder. Und da müsst ihr halt dem die entfernen. Jetzt ist es aber so, dass die immer nach einer gewissen Zeit startet, ne? Und deswegen müsst ihr so sagen, oh, okay, mach ruhig deine Kraftzufuhr. Ich mach das hier, boom, zack. Und dann geht er wieder zurück, dann wartet ihr ab, dann macht ihr wieder nach vorne und dann geht ihr wieder nach zack und so. Also ziemlich einfach, denkt man, aber so einfach ist das nicht, denn ihr müsst ja auch die Attacken rauslocken und ihn wieder angreifen und nach vorne und nur wieder zurück. Und wieder nach vorne und wieder zurück, denn er macht ja seine Kraft zuvor. Er ist ziemlich fies. Okay, schauen wir mal, dass die Steuerung funktioniert, denn die Steuerung hapert schon wieder bei mir. Aber vielleicht schaffen wir es trotzdem. Und ihr habt dann wieder Kraftzufuhr, ihr kriegt auch Kraftzufuhr, eure Kraftzufuhr wird geteilt. Und dann macht er wieder seine schwere Attacke. Und das Ganze müsst ihr dann halt durchziehen. Und dann könnt ihr Intercepten machen, euch fallen lassen und wieder eine SK, ne, 1. Dann macht ihr wieder nach vorne, dann macht ihr wieder eine SK 1 und dann geht das ganze Spiel von vorne. Dann geht ihr wieder nach vorne und dann wieder zurück und dann nach vorne. Und wieder zurück und wieder zurück und wieder nach vorne und wieder zurück. Dann müsst ihr die SK3 lassen. Zack, zack, boom. Jetzt versucht ihr wieder mit einer SK2 euch zu ärgern, aber dann macht ihr einfach einen zurück und macht wieder nach vorne. Und nach vorne und zurück, nach vorne und vorne und zurück. Und wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne und wieder eine SK1 zünden und zack. So, und jetzt geht ihr wieder zurück, dann wieder nach vorne und wieder zurück, zurück und wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne und zack und eine SK1 und zack. So, und jetzt wird das Schwierigste kommen und weg. Na, also das ist ziemlich einfach. Sieht einfach aus, aber es ist nicht ziemlich einfach, weil bei mir ist es schwer, weil ich habe einen Samsung Galaxy S9 Plus. Und es gibt Leute mittlerweile, die haben einen 10er und einen 11er, was es alles so mittlerweile gibt, und einen 21er und 22er, und die haben diese Bugs auch. Weil Samsung halt nichts dafür kann, wenn Kabam das nicht optimieren. Ne? Die haben dann mal gezeigt, oh Entschuldigung, dass die Hurensöhne sind von Kabam, wir sind die größten Arschlöcher, weil wir euch verarscht haben, so auf die Art, und wir zeigen euch, wie wir die Handys optimieren. Es hat keiner mehr danach weitergelesen im Forum, was Kabam gezeigt hat. Weil die haben sich dann selbst verraten und haben dir ein Interview gegeben. Und ich schaue mir das Interview noch an, ich kann das rausführen. Den Satan, diesen Satan-Hass von denen. Das sind richtig gestörte Leute leider. Und das habe ich denen auch direkt ins Gesicht gesagt. Und habe ich die Gelegenheit nicht bekommen, ein Interview mit denen zu führen. Sonst hätte ich das richtig vor der ganzen Welt gesagt. Ich habe da Lust, jetzt denen ins Gesicht zu sagen, diesen Arschlöchern. Und dann haben die dann dementsprechend sich verraten und gesagt, oh ja, stimmt, das war ja Bug. Aber und dann sagt der eine, ja, aber damit verdienen wir halt so ein Geld, ne? Was hast du gerade gesagt, ne? So, der andere kam bei mir, was hast du gerade gesagt? Oh Gott, Alter. Ne, so viel dazu. So, also ihr seht, also das ist, und ich weiß nicht, wie bei Tonbrecher das ist. Ich kann Tonbrecher nicht machen, weil das ist so verbuggt, dass ich den. Normalerweise hat man 10 Sekunden ja Zeit beim Grandmaster. Ich habe nur 5 Sekunden Zeit. Weil bei mir das so leckt, dass ich die ersten 5 Sekunden mein Touchscreen deaktiviert wird. Ich kann nichts machen. Null. Ich habe es einem Kumpel gezeigt, der hat gesagt, Alter, was ist denn das? Was macht Kabam bei dir? Ich habe Kabam das zugeschickt, bis heute keine Antwort. Ne? Klar, weil die wissen, dass sie Hurensöhne sind und cheaten. Und deswegen. Aber ich weiß, dass sich das ändern wird. Das Kabam ist nerven tut den Grandmaster, und zwar machen die das für ältere Smartphones. Aber die werden das allgemein machen, die nerven die nehmen. Entweder dritten Quartal oder vierten Quartal. Da werden die ein bisschen was optimieren. Weil Akt, es wird weitergearbeitet an Akt 8.2, 8.3, die kommen dieses Jahr noch raus. Ups. Und dann wird es richtig geil. Wenn der genervt wird, dann hat er nur die Hälfte Leben, und dann kann man auch wirklich. Und dann wird es ein bisschen optimiert, weil die wissen ja ganz genau, dass der bei vielen, vielen einfach nicht, es ist nicht, sagen wir mal so, wenn nicht mit fernen Dingen umgeht, ne? So, jetzt gehen wir nochmal zurück, ne? So, jetzt diesen Level gemacht. Nur 69% Akkulaufzeit. So, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir zu Colorado, machen wieder einen Vorschau, weil wir brauchen da gewisse Champions. Und schauen wir uns das mal an. Wobei Colorado gar nicht so schwer sein sollte.
wenn man es richtig macht. Ja. Ja, Köpem hat mittlerweile das mit den Knotenpunkten wirklich verschlechtert. Also mit dem Buff der Champions, die gefördert werden. Früher war es viel krasser, aber mittlerweile, naja. Aber was soll's, ne? So ist das Leben. Und genau, wir haben hier ein Problem, ne? Weil wir haben hier einmal den Boss. Und das ist Titania und dann haben wir die Soul sehr mächtig. Okay, das Problem ist aber, die ist nicht nur mächtig, die hat eine Funktion. Ich gehe mal mit euch das durch. Schweben wie ein Schmetterling. Die Wutausbruch-Effekte bei des Verteidigers werden ohne Stellung ausgehalten. Sie setzen für 5 und bleiben vor ihnen ein, wenn er oder sich von einem wegtut. Ne? Kräftig durch Krankheit. Klar, die Schläge nehmen willkommen. Stark vor Schreck. Alle 8 Sekunden wird der Angreifer für 4 Sekunden angewurzelt. Ne? Und so weiter. Also, das ist das Problem. Und eigentlich kann man da tatsächlich Hyperion könnte man nehmen, Odin könnte man nehmen, man kann viele Champions dafür nehmen. Es gibt jetzt keinen so. Aber ihr könnt auch Captain Marvel nehmen, weil die hat es dann wirklich dann drauf. Aber ihr müsst halt vorher was sammeln. Ja, wobei es einfach ist, das. Ich nehme meine Captain Marvel, die mit 5 Sternen, weil ich habe gerade 6 Sterne, kein Duplikat. Ja. Und halt Nick Fury mit Ant-Man ergibt halt die Auswahlfunktion. So. So. So, was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal die einfache Weg. Ja. Nee, der ist ein bisschen schwer. Der ist. Oh ja, wir nehmen E. E ist der einfachste. Ja, aber es kann jetzt E wirklich der einfachste. Leute sagen, was, was ist ein schwerer Gegner? Ja, ich weiß, das ist ja der einfachste, der schwerste Weg. Wir nehmen den schwersten. Ja, und wir müssen erstmal aufladen, ne? Oh, Touchscreen, scheiße. Ist richtig nass, ist gar nicht gut. Ah, Mist. Das wird nicht gut, sie laufen. Ein nasses Touchscreen funktioniert nicht bei Kabam, weil Kabam cheatet zu stark. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Genau. Ihr müsst hier den Gegner erstmal hauen und euch aufladen, okay? Und wenn ihr das gemacht habt, zack. Bum, 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 bum. Dann macht ihr eine SK3. Und ihr ladet euch also auf, ne? Und zack. Und jetzt geht's richtig ab gleich. So, jetzt geht's richtig rund, meine Lieben. Puff, wuff, ne? Das ist Captain Marvel. Ja, das ist leider verzögert, weil die so krass drauf ist. Ne? Das ist Captain Marvel. Und die geht ab. So mächtig. Oh, ich liebe die Captain Marvel. Wenn ich die nur als 6 Sterne erhalten würde, ich die sofort aufwerten, aber leider halte ich sie nie mit 6 Sterne. Okay, die Captain Marvel, die hat einen riesen Vorteil, ne? Ganz klar, die gegenüber Kingpin und vielen anderen, die kann richtig austeilen. Ihr werdet den bei Kingpin brauchen. So, ne? Jetzt geht's richtig rund. Zack, und bum, 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 ne? Wuff, wumm, nicht einmal das will die machen, ja, nicht einmal das will der machen. Der nervt mich jetzt, der Leg von Kebam, ne? Weil ich hätte ihn fast gehabt, aber, wie heißt es so schön? Kebam halt immer, ne? So willst du das also machen, mein Freund. Na, dann machen wir das so. Dum-bum.
Oh ja. Oh nee. Oh, ich weiß, was er vorhat. Der ist ein Wichser. Hat mich fast down gesetzt, der Wichser. Aber ich hab's noch gerade noch so geschafft. Ja, ja, ihr seht, es verzögert. Deswegen kann ich auf den Bildschirm raufschauen, weil ihr seht, es halt verzögert. Ist aber auch nicht so wild. Ja. Er hat mich jetzt die Schwerattacke machen und da hat er mich vorher, als ich die Steuerung hatte, hat mir das einfach deaktiviert. Ich konnte keine Schwerattacke machen. Das ist auch wiederum Cheaten von Gebärm. Ja. Das ist Wahnsinn, wie Gebärm hier so oft schummelt. Ey, da, normalerweise, wie gesagt, das ist, dieses Jahr spiele ich noch und schau, wenn sie es beheben, wenn sie es nicht beheben, dann höre ich damit auf, weil ich habe keinen Bock, sowas zu unterstützen, weil das ist Betrug, was Kippe macht, auf höchstem Niveau. Und ja, das muss man sich nicht antun, ne? Das muss man sich echt nicht antun. So, jetzt schauen wir mal. Wir müssen noch was machen. Wir müssen unbedingt die SK3 starten. Dürfen da ja nicht ohne SK3 rein, weil nur mit SK3 kann er richtig schön rausholen. Ja. So, ne, jetzt könnt ihr richtig schön ausholen. So richtig schön mächtig. Ja, so richtig schön. Buff, bumm, buff. Na, der geht richtig ab, der Ghost Rider. Wenn ihr den kosmischen Ghost Rider habt, dann braucht ihr nicht mal ein Duplikat. Haut ihn rauf. Der ist so dermaßen heavy, also der ist so dermaßen Gottier. Also auch wenn manche das nicht so sehen, und für mich ist ein Gottier, weil das, was der macht, das ist nicht normal, wie der krass drauf ist, der kosmische Ghost Rider ist. Und der seine SK3 und dann SK2 raushaut. Wow. Oder SK1. Ich meine, der ist halt nicht unverwundbar, ne? Was Kembam halt nicht übertragen hat, seine Unzerstörbarkeit, die er in dem im Comic-Universum, Marvel-Universum hat. Ja. Hier ist es immer, dass er eine SK2 haben will. Ja. Hier müsst ihr nach vorne rennen und dann zack. Boom. Boom. Müsst ihr aufpassen, nur der hat einen langen Arm, seinen Stock. Aber ich mache hier immer die SK2 will ich hier raus, weil die SK1 ist schwierig. Also bei so einem verbackten Game, der auszurechnen, ist immer schwierig. Ja. Einmal habe ich es versucht und mal haut es hin, mal nicht, aber wie gesagt, wenn das nicht so verbackt wäre. So. Ja, der ist gleich weg, also. Ja. So, Dalle, wir sind fast fertig. Ihr seht schon, Captain Marvel bringt euch sehr weiter. Ja, aber die ist einfach, ne, das ist halt eben Captain Marvel. So, jetzt leckt es wieder mal. Oh Mann, das hasse ich. Ich hasse sowas. Wenn das nicht lecken würde, dann wäre ich schon längst fertig mit dem. Ja. Aber egal, komm. Ja, dann seht ihr, warum ich dann das so clever mache mit dem Ant-Man. Weil meine, wie heißt das, Hechtangriffe, die tut der übergehen. Ja, ist auch nicht korrekt. Weil da, also früher ging es ohne Probleme und dann seitdem Kabam die Exploits mit eingebaut hat, kannst du es knicken. Ja. Aber ich bin da trotzdem gute Dinge. Ich meine, man kann es trotzdem schaffen. Und man muss auch kritisieren etwas, was falsch läuft. Ne? So. Ja, hier ist das Problem, die ist wirklich sehr schwer. Wegen ihrer Sonderkraftabwehr. Ja. Aber ihr könnt hier das so machen, wie ich das mache. Bum, bum.
ist die auch erledigt. Und zack, und... Ja, okay, das war ein Fehler von mir. Aber ich habe hier meine Ausweichfähigkeit, ne? Ich liebe diese Ausweichfähigkeit, die rettet mir immer den Arsch. Ja. Und da seht ihr halt, wie wichtig das ist, so eine Captain Marvel zu haben im Repertoire. Es ist einfach so wichtig, die wird so... Wisst ihr, das Problem ist, Frauen werden immer so oft unterschätzt. Immer. Und dann machen die meistens... Ich finde es sehr schade, weil in meiner Allianz suchen wir noch 5 weibliche Spielerinnen, damit die anderen Frauen sich nicht so alleine fühlen. Ne? Und Frauen sind Top-Spielerinnen. Also ich habe damals in der Allianz gezockt mit Frauen, die haben in Counter-Strike damals... Die haben diese ganzen Männer weggefickt. Und ich dachte mir, es glaubt mir kein Mensch, dass ich in einer Liga, und durfte ich mitzocken, wo nur Frauen waren, war dann der einzige Mann. So lustig. Und die haben die weggefickt. Das wird so oft unterschätzt. Und deswegen kam dann der falsche Feminismus, der von den Luzifianern erfunden wurde, aber der ist gegen die Frauen. Der ist nicht für sie. Aber dazu kommen wir wirklich in ein Spezialvideo. Okay, hier, pass auf, also die ist sehr schwer. Und wir machen wieder Opfergabe. Diesmal muss Venom dafür herhalten. Okay, also ich werde hier verrecken, aber... also ihr seht hier, die ist unaufhaltsam. Und hat hier diesen... Das Problem ist, ne, die ist hier sehr mächtig. Und die hat jetzt diese Combos. Okay? Und jetzt ist es so, dass sie halt nicht nur ihre Kombos hat, sondern sie versucht halt, ihre SK3 zu machen. Und das heißt wiederum, wir müssen schauen, dass wir darauf gehen und ausweichen. Ja, das ist kein Witz, weil, jetzt passt auf, wenn man es richtig macht, dann kann man da tatsächlich gut über die Runden kommen. So, weil... Na, die tut ja gerne ihre SK2 zünden, aber die versucht auch dich auf diesen Verwurzeln machen. All diese Verwurzeln funktionieren wirklich nur, wenn ihr nicht draufhaut. Ihr könnt auch versuchen, aber das Problem ist, die wartet immer darauf, dass ihr wurzelt seid. Ne? Ihr könnt das ausweichen. Es ist sau schwierig. Das hat mir bei der Russe ein bisschen gezeigt. Aber es ist sau schwierig. Ne? Aber es geht. So, aber warum ist es so? Warum ist die KI so gemacht? Weil die KI euch sehr, sehr lieber in diesem Blockmodus haben will. Aber ihr könnt dank der Willenskraft trotzdem ziemlich gut mit der klarkommen. Aber ihr müsst halt hier ausweichen. Das ist, wie gesagt, wer nicht intercepten kann oder kein Geschick kann, der ist halt erledigt. Ne? Also ich kann euch nur sagen, na, und zack, und... Ja, jetzt sind wir erledigt. Na, jetzt war's das. Ja, jetzt kann ich noch so machen. Na, komm, gib mir dein Leben. Na, die ist ziemlich dumm, ne? Die will nicht, dass ihr das schafft mit One-Shot. Die will das nicht. Die weiß ganz genau. Ja, die ist halt einfach so drauf gepicht, unbedingt. Deswegen müsst ihr da hier wirklich aufpassen. Ich schaff's nie One-Shot. Ich zeig's euch nur. Ich zeig's euch nur, ne? Aber einen Hammer ja noch. Ne, nee, wir haben noch mehrere Channels. Aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Also wie gesagt, ihr müsst da wirklich oft geschickt machen, wenn ihr es nicht schafft, sie im rechtzeitigen Nachweis. Ihr habt eine gewisse Zeit, ne? Noch einmal hier, diese Würgegriff, der ist ja nur. Alle 8 Sekunden wird er gestartet, ne? Und wird der Angriff für Sekunden angewurzelt, bla bla. Aber hier steht drin, wenn man eine Superkraft aktiviert oder eben schlagend, also einen Schlag macht, also die schlägt, die Titania, dann wird das wieder zurückgesetzt. Und deswegen, ich finde, der Level ist überhaupt nicht schwer, nur ihr müsst halt, wenn ihr dann im angewurzelt seid, deswegen wollte ich euch das zeigen, ihr müsst einfach nur geschickt machen. Ja. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war mein Fehler. Ich habe total wieder das vergessen. Ja. Dass ich hier aufpassen muss, wenn ich da
Ja. Müsst einfach nur... Ja. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Und ich lasse mir da Zeit, ich zeige euch das in der Ruhe, ich mache mir auch da keinen Stress, ne? Warum sollte ich das? Es macht doch keinen Sinn, sich zu stressen. Wir wollen gechillt, locker spielen, wir wollen es verstehen und das kann man nur, wenn man sich in Ruhe Zeit nimmt, ne? Und deswegen nehme ich euch Zeit, tue immer einen Champion als Opfergabe nehmen für euch, extra für euch und zeige euch dann das, wie es funktioniert. Und wie man es halt machen kann, wenn man angewurzelt ist. Aber ein Kumpel von mir, ist ja ein Meisterspieler, der ist ja richtig krass, der sagt immer, du kannst das üben, dieses Angewurzelt. Der nimmt sogar extra Levels und geht mit irgendeinem Champion rein und lässt sich anwurzeln und macht immer geschickt im richtigen Moment. Und das habe ich auch ausprobiert. Ich bin mittlerweile etwas besser geworden im Geschick. Aber das so wie er hinzukriegen, tausendmal hintereinander, oder wie Felix, auch ein Meisterzocker, der, ich glaube, der ist bei der Jarvis Crew sogar, der macht auch 1000 Mal geschickt, 500 Mal geschickt ineinander, ohne getroffen zu sein. Ich meine, das ist Hammer. Man, du kannst das Turnier nachreichen. Nee, komm, ich bleib bei Durchschnittsgamer. Ne? Okay, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt so rund 3, also ein bisschen 3 und 4. Morgen sehen wir uns dann wieder. Ich kann immer nur 2 Missionen machen, weil das Handy hat dann keine lange Akkulaufzeit mehr und jetzt sind nur 51%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch eine mache, das schaffe ich nicht. Es ist schon wieder spät. Aber wir sehen uns morgen. Von daher hoffe, das Video hat dir gefallen. Vergiss nicht, wie gesagt, liken, abonnieren and that's it. Ja.